Hallo meine Lieben, schöne Grüße von Gran Canaria nach Deutschland. Hier ist wieder Thomas und Ingo. Willkommen bei unserem zweiten Talk. Hallo Hallo Ingo. Thomas, es gibt wahnsinnig viel zu berichten, aber es ist geradezu unmöglich, alles aufzuarbeiten. Wir haben heute mal bei Anne Will vorbeigeschaut. Ja, und der Artikel zur Sendung, der bei der Welt zu finden ist, fängt schon mal etwas merkwürdig an. Das Vertrauen der Deutschen in die Bundesregierung und Bundeskanzlerin Merkel ist in der Corona-Krise gewachsen. Das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor. Dabei verzeichnet Merkel einen satten Gewinn von 22 Punkten gegenüber dem Jahresanfang. Ich frage mich, wie diese Zahlen zustande kommen. Aber bei solchen Statistiken gibt es Rohdaten und bereinigte Daten. Glaubst du, dass diese Zahlen stimmen Ja, es gibt ja den Spruch aus den 80ern, glaube nie an eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, können? es ist ja so. Was sagen 22 Punkte aus? Für mich Ja. nicht viel. Also wenn ich mich so in der Bevölkerung umhöre, wenn ich mit unserer Familie zu Hause spreche, kein großer Zuspruch mehr für die Merkel-Regierung, eher eine Merkel-Dämmerung. Ja, ich, so sehe ich das auch. Gehen wir mal weiter im Artikel. Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über das richtige Maß an Grundrechtseingriff und verantwortbaren Lockerungen. Karl Lauterbach wirbt um Mitgefühl für die Epidemiologen. Ein Medienwissenschaftler verurteilt Pauschalverurteilungen pauschal. Nur 17% der Deutschen halten die aktuellen geltenden Corona-Maßnahmen für übertrieben. Das ergibt zumindest eine aktuelle Umfrage für das ZDF-Politbarometer. Zudem diskutiert man bei Anne Will darüber, ob die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie verhältnismäßig seien. Mittlerweile kommt auch aus den Oppositionsparteien Kritik, die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte gehen dort einigen auf die Dauer dann doch zu weit. Diese 17% machen mich auch stutzig. Ich weiß nicht, ob das so stimmen kann. Ja, jeder kann heute eine Umfrage starten mit 50 Menschen und dann zu sagen, von diesen 50 Menschen, die ausgewählt sind, 17%, oh, das ist aber nicht so schön. Dann nimmt man gerade an Menschen, die Risikopatienten sind oder allgemein panisch sind und dann hat man seine 17%. 17% beziehungsweise seine 83-prozentige Zustimmung. Ja, also mit wem auch immer ich über dieses Thema spreche, sie sind alle mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden. Du weißt ja, dass gerade der Mundschutz bei vielen Menschen umstritten ist. Ja, das erlebe ich und sehe ich genauso. Aber schauen wir mal weiter im Artikel. Weiter heißt es, deutlicher artikuliert sich der Unmut auf den sogenannten Hygienedemos, wo Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker mit Impfgegnern und Sonderlingen gemeinsam gegen die Maßnahmen auf die Straße gehen. Was das für das staatliche Handeln in Bund und Ländern bedeutet, besprachen in der Talkshow der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, die bayerische Verfassungsrichterin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP, Sarah Wagenknecht von den Linken, Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und der Journalist Olaf Sundermeier. Dass das immer derselbe Tenor ist. Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und jetzt neu noch Sonderlinge. Sonderlinge, das bin ich auch. Gibt viele Sonderlinge auf der Welt, aber die tun mir nicht weh, oder? Da könntest du recht haben, aber es gab auch andere Kritik. Denn die juristische Feststellung des Abends kam von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Bundesjustizministerin. Hielt die strengen Maßnahmen in den ersten 3 Wochen noch für angemessen. Das war angesichts der Infektionszahlen auch mit Blick auf die Toten, die zu befürchten waren, gegeben. Durch die sinkenden Neuinfektionen ergebe sich nun aber ein anderes Bild. Wir leben seit einigen Wochen, dass dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht mehr greift und in vielen Bereichen Lockerungen jetzt sein müssen, so die Richterin mit FDP-Parteibuch. Das ist ja mal schön, dass endlich mal wieder Kritik von der Opposition kommt. Ja, und das ist nicht die einzige. Der politische Vorwurf des Abends kam von Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete der Linken, warf der Bundesregierung unterdessen vor, nicht genug für den kleinen Mann getan zu haben. Da werden Milliarden und Abermilliarden für große Unternehmen mobilisiert und bei denen macht keiner was. Wir können deshalb den Frust bei Angestellten in Kurzarbeit, kleinen Betrieben und Solo-Selbstständigen verstehen. Zum Auskommen der Letzteren sagt Wagenknecht, ich kenne ja persönlich Menschen in dieser Situation, die einmalig 9.000 Euro ausgezahlt bekommen haben. Das hat ihre Kosten für gerade mal 2 Wochen oder eine getragen und dann war Schluss.
Inwiefern 9.000 Euro einem Selbstständigen nicht für 2 Wochen über Wasser halten können, erklärte Wagenknecht leider nicht und wurde auch nicht weiter danach gefragt. Im Gegensatz zu Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger äußert die linke Politikerin Verständnis für den Zulauf bei Protesten gegen die Maßnahmen. Viele Menschen würden dort auf die Straße gehen, da sie Existenzängste hätten, nicht weil sie von Rechtsradikalen unterwandert wären. Da kann man nur hoffen, dass die Opposition sich endlich mal gegen die Regierung widersetzt. Zumindest haben wir jetzt ein paar vernünftige Ansätze. Man kann die Oppositionsparteien nur dazu aufrufen, sich an vielen bundesweiten, meist friedlichen Demonstrationen zu beteiligen. Aber sag mal, sind jetzt nicht Frau Wagenknecht und Frau Leuthäuser-Schnarrenberger auch Verschwörungstheoretiker? Nein, sie sind Politiker. Und Politiker dürfen alles. Heute so, morgen so und übermorgen wieder ganz anders. Du meinst, sie sind Verschwörer? Verschwörer ist das richtige Wort, glaube ich. So, jetzt haben wir noch einen Bericht von Focus. Der Focus berichtet, Forscher weisen an Hamstern Wirksamkeit von OP-Masken gegen Corona nach. Hongkonger Forscher haben an Hamstern nachgewiesen, dass sich durch OP-Masken die kontaktlose Übertragung des Coronavirus deutlich verringern lässt. Die Übertragungsrate wurde durch den Einsatz der Masken um mehr als 60% reduziert, wie aus einer am Sonntag vorgestellten Studie der Universität Hongkong hervorgeht. Ohne chirurgische Maske infizierten sich 2/3 der Hamster binnen einer Woche. Bei den Tieren, die sich trotz Maske infizierten, war der Virenbefall zudem weniger stark als bei Infektionen ohne Maske. Für die Studie wurde mit dem Coronavirus infizierte Hamster neben einen Käfig mit gesunden Tieren gesetzt. Zwischen die beiden Käfige wurden OP-Masken platziert. Es sei deutlich geworden, dass das Maskentragen durch Infizierte, insbesondere wenn sie keine Symptome zeigen, sehr viel wichtiger ist als alles andere, sagte Studienleiter Huen Kuo-Yang, einer der weltweit führenden Corona-Experten. Der Mikrobiologe war einer der Entdecker des SARS-Virus im Jahr 2003, eines Vorläufers des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. So einer einfachen Tierquälerei kann man die chinesische Grünchenkrankheit überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Man bedenke auch, dass die Viren auch über die Bindehaut im Auge eintreten können. Und am Anfang hat man uns geimpft und hat gesagt, nein, Schutzmasken bringen nichts, weil keine lieferbar waren. Als sie dann lieferbar waren, hieß es, ja, ihr müsst euch schützen. Danach sind die Augenherpesinfektionen angestiegen und der Nutzen der Masken ist für mich nicht erkennbar. Solange du dich über die Bindehaut mit dem Covid-19-Virus infizieren kannst, warum hast du dann nur den Maulschutz an? Aber du kannst doch nichts gegen diese Studie sagen. Wenn der Maulkorb was bringt, dann bringt er was. Und ich werde jetzt eine Charity-Aktion ins Leben rufen und werde 1000 Masken an Papaya-Bäume spenden. Ja, weil die bringen ja so wahnsinnig viel. Es ist ja so, dass bei uns zum Beispiel die Leute ihre Einwegmasken wochenlang tragen, weil sie sich da einfach keine leisten können. Und ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ob das so sinnvoll ist mit einem einfachen Baumwollmundschutz. Ja, wie gesagt, die Forscher sagen nur, diese spezielle Kategorie hilft auch wirklich gegen Viren und diese OP-Masken sind nach 20 Minuten unbrauchbar. Also warum tragen die Deutschen dann diesen Mist im Gesicht? Ich assoziiere den Mundschutz mit den drei Affen. Der Mundschutz bedeutet Mund halten, nicht sehen, wegschauen, was die Politiker machen, nichts hören, außer die Mainstream-Medien. Das ist das, was man von euch erwartet und die Maske soll das symbolisieren. So. Nun kommen wir zum Ende. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keinen Beitrag mehr zu verpassen. Liebe Grüße, bis bald, euer Thomas und euer Ingo.